heute von Imperialismus reden, dann herrscht meistens sehr viel Aufregung um den Begriff. Ich habe mich deshalb dafür entschieden, eigentlich einen bewusst behäbigen Einstieg zu wählen, um sozusagen etwas Aufregung rauszunehmen und sozusagen erstmal einen Reflexionsrahmen zu schaffen. Ich würde sagen, wie auch schon früher oder wie immer, wenn dieser Begriff eine gewisse Konjunktur hat, ist alles Mögliche imperialistisch. Das ist sozusagen in den Diskursen immer der Fall. Aus russischer Sicht ist der Westen imperialistisch, der sein Bündnissystem bis an die russische Grenzen ausgedehnt hat, der ein Assoziierungsabkommen mit der Ukraine geschlossen hat. Aus westlicher Sicht ist Russland natürlich mit seinem Eroberungskrieg imperialistisch. Die USA waren schon immer imperialistisch. Chinas Einbildung von vielen Staaten, wie sagen wir mal Sri Lanka, wie einige afrikanische Staaten, in ein neues Schuldregime, ist auch klassische imperialistische Politik. Und diese Liste ließe sich so beliebig lang fortsetzen. Wenn wir mit Imperialismus zu tun haben, dann fällt einfach auf, der Begriff selber wird zunächst einmal auch von verschiedenen Akteuren strategisch und interessengeleitet eingesetzt. Deshalb kann natürlich alles, jeder und jede auch irgendwie antiimperialistisch sein. Und damit steht natürlich auch immer die Frage im Raum, was bedeutet Antiimperialismus heute? Und ich würde erstmal, bevor ich dazu komme, dafür haben wir einen ganzen Abend Zeit, fragen, was bedeutet Antiimperialismus überhaupt, wenn wir mal bei Marx gucken. Also zunächst einmal würde ich vorwegschalten, Imperialismus meint nicht einfach staatliche Macht- und Eroberungspolitik. Es gibt auch Staaten, die führen Eroberungskriege oder Kriege überhaupt oder machen Machtpolitik aus nicht-imperialistischen Gründen. Das heißt also, nicht jede staatliche Macht- und Eroberungspolitik ist imperialistisch, egal wie verdammenswert sie gerechtfertigterweise ist. Schauen wir uns nun mal Imperialismus etwas systematischer an, dann würde ich sagen, dann kommen wir um politische Ökonomie nicht herum. Dann kommen wir eigentlich an den Punkt, wo wir halt auch einfach mal letztlich eine kapitaltheoretische Fundierung auch legen müssen. Und da würde ich einfach sagen, es gibt die Tendenz des Kapitals, ich will jetzt nicht zu sehr ins Detail gehen und nicht hier direkte Marx-Stellen zitieren, aber die Tendenz des Kapitals, sich selbst den Weltmarkt zu schaffen, indem es sich neue Absatzräume erschließt, indem es sich auch zum Beispiel um den tendenziellen Fall der Profitrate zu entkommen, neue Produktionsräume erschließt, wo es günstiger produzieren kann. All das wäre sozusagen, zumindest wenn man bereits sich mal im Kapitalband 1 ansieht, schon zu bestimmen als eine typische imperialistische Tendenz des Kapitals. Nun ist der Punkt aber der, Kapital und auch Unternehmen können das nicht von alleine. Der Raum, in dem Kapital wirken kann, wird eben gesetzt auch durch staatliches Handeln. Dadurch, dass nationale Märkte geschaffen werden, dass die juristischen Formen definiert werden, dass Welthandelsordnungen geschaffen werden. Ich würde sagen, dass diese Tendenz in der Weltordnung nach 1945 auch wesentlich unter hegemonialer Führung der USA entstanden ist, mit allen Organisationen, von der Welthandelsorganisation bis zur Weltbank, war in der kapitalistischen Hemisphäre, also der westlichen Hemisphäre, die USA die Macht, die sozusagen in der Lage war, dieses als hegemoniales Führungsangebot auch durchzusetzen. Und diese US-Hegemonie
schuf auch die Voraussetzungen für Kapitalexport. Kapitalexport kann in ganz vielen verschiedenen Formen stattfinden. Kann auch stattfinden als Form einer abhängigen Industrialisierung, die überhaupt nicht anderen Staaten die Möglichkeit gibt, in der globalen Arbeitsteilung immer vorteilhaftere Positionen anzustreben. Wir wissen aber, dass das nicht immer der Fall ist. Wir haben den Aufstieg Japans gesehen. Wir haben den Aufstieg Chinas gesehen. Wir sehen auch, dass Politik und Kapital miteinander im Spannungsverhältnis stehen. Sozusagen die Industrialisierung der außereuropäischen Welt fand auch ganz stark einfach dadurch statt, dass aus den kapitalistischen Zentren Anlageinvestitionen anderswo getätigt wurden, wo es billiger war zu produzieren. In der Folge, dass sich die kapitalistischen Zentren USA, Europa graduell deindustrialisiert haben, wir den Aufbau neuer Industrien zum Beispiel in Ostasien haben. Nun gibt es noch was anderes, nämlich die Klassiker der Imperialismus-Theorie, also Lenin, Hobson, Luxemburg, Hilferding, wo Imperialismus nochmal anders gefasst wurde, wo es sozusagen eigentlich gar nicht so sehr direkt um den Weltmarkt ging und wo nicht direkt gesagt wurde, der eine Weltmarkt steht im Fokus, sondern wo es sehr wohl auch eine Internationalisierung des Kapitals gab, wo das aber erstmal zusammenhängt mit Konzentrationsprozessen des Kapitals in den führenden Industriestaaten der damaligen Zeit, die dann selber dazu geführt haben, dass diese Staaten eigene imperialistische Politiken gemacht haben, und zwar in Konkurrenz zueinander. Und zwar in einer Konkurrenz, die eigene ökonomische Sphären absteckt und für eigene lokale große Holdings zum Beispiel erschließt und auch direkte koloniale Ausbeutung betreibt. Das heißt, wir haben hier eigentlich zwei Grundformen von Imperialismus, die einmal nebeneinander stehen, dann aber doch miteinander verbunden sind. Einmal Imperialismus in einem großen Weltmarkt, sozusagen unter einer Hegemonie, in einer eigentlich auch stärker unilateralen Weltordnung. Man könnte heute sagen Globalisierung. Und wir haben sozusagen diese imperialistische Staatenkonkurrenz des ausgehenden 19. und frühen 20. Jahrhunderts, als die Herrschaft Großbritanniens über die Welt am Erodieren war und die auch die klassischen Staatenkonflikte der damaligen Zeit hervorgebracht hat. Und ich würde sagen, dass die heutigen Konflikte, wie wir sie jetzt zwischen den Staaten haben, hängt damit zusammen, dass sozusagen diese Globalisierungstendenz, wie wir sie hatten, wie wir sie eigentlich mit sozusagen Typ-1-Imperialismus, würde ich fast sagen, beschreiben können, diese Globalisierungstendenz ist heute in eine gewisse Krise gekommen, und hinzu kommt eben auch, dass, sagen wir mal, Staaten wie China es geschafft haben, aufgrund der Steuerungsprozesse und Potenziale, die sie selber als postsozialistischer Staat hatten, der ja nie kollabiert ist, sondern eben sich selber koordiniert transformiert hat, in der Lage waren, eine eigene, nicht nur komplementäre, sondern ab einem gewissen Zeitpunkt auch Industrialisierung in Konkurrenz durchzuführen. Wir sind also heute wieder an dem Punkt, wo wir klassische Staatenkonkurrenz sehen als Ergebnis der Durchsetzung, der zunächst mal Durchsetzung des Weltmarktes in einer unipolaren Weltordnung. Wie viele Minuten habe ich eigentlich noch? Noch 2 Minuten. Das passt sehr gut. Und
Die Frage, wie geht es jetzt mit Imperialismus weiter, hängt auch stark davon ab, wie geht es mit der Globalisierung weiter. Wie wird sozusagen jetzt der globale Weltmarkt sich selber weiter behaupten, oder werden wir nicht nur durch Corona, sondern auch durch immer weitere Sanktionspolitiken, die gibt es ja nicht nur gegen Russland, sondern die gibt es auch gegenüber China, tendenziell wieder eine Tendenz dazu sehen, dass zwar natürlich ein großer Weltmarkt fortbesteht, der besteht im Kapitalismus immer fort, aber zumindest was gewisse Güter und Dienstleistungen angeht, in viele kleinere Subregionen zerfällt und das dann die Grundlage auch dafür legt, dass es gewaltförmige Konflikte um den Verlauf der Grenzen zwischen diesen Regionen gibt. Das nur als Einstieg. Dankeschön, lieber Axel, für die sehr gute Einleitung in meinen Augen. Ich glaube, das hat auch deutlich gemacht, was unter anderem vielleicht auch der Hintergrund der Konfusion der Debatte etwas ist, was Antiimperialismus heute anbelangt. Das ist nämlich eine jahrhundertelange Geschichte von westlichem Imperialismus. Natürlich eng gekoppelt mit dem kapitalistischen System und natürlich davor auch noch genauso jahrhundertelang Kolonialismus, auch westlicher Prägung. Und nunmehr sind wir nach dem Ende der Bipolarität, sehen wir eine allmähliche Entwicklung des geoökonomischen Gravitationszentrums weg vom Atlantik hin zum Pazifik auf der einen Seite, und auf der anderen Seite die Frage, ob diese Veränderung des Gravitationszentrums geoökonomischer Natur sich auch geopolitisch äußert. Und ich bin da ein bisschen vorsichtig, deswegen spreche ich immer über die post-unipolare Weltordnung, weil ich nicht denke, dass wir in einer, wie wir auf Englisch sagen, in einer full-fledged Multipolarity, also in einer vollkommenen Multipolarität angekommen sind, aber natürlich geht es in dieser Richtung. Und da kommen natürlich auf internationalem Parkett, sind es nicht nur westliche Länder, die ja Macht ausüben, sondern auch nicht westliche Großmächte. Das bedeutet nicht, auf der anderen Seite, dass natürlich im Zuge der langen Geschichte des westlichen Imperialismus die Gegenseite, beispielsweise die blockfreien Staaten, allesamt demokratische Staaten waren. Das war gewiss nicht so. Es gibt sicherlich eine starke Verklärung dessen, eine starke Glorifizierung dessen. Und ich glaube, diese Konfusion insgesamt gab es bestimmt wenig bis zum Zeitpunkt von 9/11 und den Kriegen danach, also den neokonservativen Kriegen in Westasien, in Irak und Afghanistan, die ja von den Amerikanern angeführt wurden und die völkerrechtswidrig waren, die auch zu Hunderttausenden von Todesopfern geführt haben. Ich habe im Übrigen die Studie übersetzt von der IPPNW über die Opfer dieser Kriege vom Deutschen ins Englische. Also, das sage ich als Background dessen, was vielleicht später noch als schärfere Kritik noch zutage tritt. Und wie das ja schon in der Einladung zu lesen war, war ich ja selbst Teil der deutschen und noch später britischen Friedensbewegung in den 2000er Jahren. Aber es kam zu einem Bruch zwischen den Jahren 2009 und 2011. 2009 mit der Grünen Bewegung in Iran, die damals schon von vielen verklärt wurde als amerikanische Color Revolution, als imperialistischer Akt von außen. Und dann nicht zuletzt 2011 mit der Revolution in Syrien im Zuge des arabischen Frühlings, wo eben jene Verklärung noch drastischer wurde, wo man gesagt hat, ja, das ist ein Regime Change à la Irak und Afghanistan, nunmehr im Falle von Syrien.
Und für jemanden, der sich schwerpunktmäßig mit dieser Region auseinandersetzt, sind natürlich solche Thesen, gelinde gesagt, äußerst krude und verkennen auch, und das, was linke Kräfte eigentlich beherzigen sollten, die Frage der Agency. Und also sie verklingen noch viel mehr als das, aber vor allen Dingen das. Das bedeutet, man spricht diesen Menschen die Agency, die Selbstbehauptung ab und sieht sie schlicht und einfach eigentlich als Agenten oder Puzzlestücke oder was auch immer von ausländischen Mächten, von amerikanischen Mächten. Was auch noch verklärt wird, ist auch etwas, was zentral ist in der linken Debatte und den linken politischen Selbstbewusstsein, die Frage der sozialen Gerechtigkeit. Da hat man verkennt beispielsweise, dass das Assad-Regime in Syrien auch eine neoliberale Politik vollzogen hat, was unter anderem den Boden dafür bereitet hat, dass es zu dieser Revolution noch gekommen ist, nebst dem anderen Motor einer der brutalsten Diktaturen. Ein massiver Polizeistaat. Und für mich als Iraner, ich habe das ja anfangs gesagt, dass ich ja in Iran geboren bin, und Iran, wie Sie wissen, hat ja auch eine Geschichte, die auch stark von Imperialismus geprägt ist. 1953 vor allen Dingen mit dem Coup von Seiten der CIA mit Hilfe von MI6, also den amerikanischen und britischen Geheimdiensten, den Coup d'État gegen Premierminister Mohammad Mossadegh, der die Chuzpe hatte, das iranische Öl zu nationalisieren, was bis dato in englischer Hand war. Und das war sicherlich ein imperialistischer Eingriff. Da gibt es, glaube ich, wenig Diskussion, obgleich man oft in solchen Debatten auch noch vergisst, dass bei vielen imperialistischen Eingriffen natürlich auch inländische Kollaborateure, in dem Sinne auch der Teile des iranischen Klerus, auch mit dabei waren, um diesen Coup d'État quasi zum Erfolg zu bringen. Dann haben wir ein Regime gehabt, das eingesetzt wurde, das Schah-Regime, mit großer Unterstützung wiederum dieser imperialistischen Mächte. Und all das hat dazu geführt, dass der Boden bereitet wurde für die iranische Revolution von 1979. Ich sage ganz eindeutig, also expressively quasi nicht islamische Revolution, weil diese Revolution pluralistischer Natur war und später eigentlich islamisiert wurde. Und aber im Zuge dieser Islamisierung konnte man schon einige wichtige Lehren ziehen, was auch für die Debatte in meinen Augen heute wichtig ist. Und das ist, und das glaube ich, das ist eine historische Lehre, die viele Iraner gemacht haben, die in meinen Augen im Westen noch nicht richtig verstanden wurde. Und zwar, dass nämlich der Zeitgeist von damals einer war, der von Anti-Amerikanismus und Anti-Imperialismus geprägt war. Beide eigentlich Synonyme. Und der Hauptslogan, den halt diese pluralistische revolutionäre Bewegung vereinigt hat, war halt, der Schah muss weg. Und da wurde der Islamismus als eine antiimperialistische Macht wahrgenommen, auch im Übrigen von westlichen Intellektuellen, zum Beispiel Michel Foucault. Und wir haben ja gesehen, was daraus passiert ist. Es gab ein Regime an die Macht in Iran, was noch viel schlimmer war als das Schah-Regime. Schaut man sich die Zahlen an, nüchtern. Es war viel brutaler. Es hat viele Freiheiten, die es noch gegeben hat unter dem Schah-Regime, ausgemerzt. Und es hat vor allen Dingen die Frage der Menschen und der Frauenrechte allerhöchstens als sekundär betrachtet. Wir wissen, dass die erste Order, die von dem Büro von Khomeini, dem obersten Führer, kam, das waren frauenfeindliche Gesetze. Und es gab eine starke Verklärung, die damals schon ihren Anfang nahm mit der iranischen Revolution von 1979, auch dem Anbeginn des politischen Islam auf der Weltbühne,
was bis heute noch existiert, diese Konfusion und diese Verklärung. Mit anderen Worten, hätte man damals aus diesem Beispiel schon erkennen können, nicht jede anti-amerikanische Macht ist etwas, was auch durch eine linke Warte aus begrüßenswert ist. Und das, was wir heutzutage in Iran sehen, seit dem 16. September, wo Iran in revolutionären Gewässern ist, und auch die Entwicklung im Lande der letzten Jahre zeugen, dass die Menschen vor Ort eben diesen historischen Fehler verstanden haben, dass man Menschenrechte und Frauenrechte nicht als ideologischen Ballast oder als sekundäres Anliegen behandeln darf, sondern dass sie untrennbar voneinander sind und auch untrennbar mit der Frage von Demokratie. Und ich glaube, wir haben innerhalb der größeren Teile der Linken, nicht nur in Deutschland, sondern auch im gesamten Westen, eine ganz andere Wahrnehmung, eine Ideologisierung, ein Dogmatismus, der halt fußt in dem, was ich vorher skizziert habe. Und ich glaube, das ist, ja, also das sind nur einige Beispiele, um herauszustellen, wieso ja, oftmals solche Debatten etwas simplistisch geführt werden. Nicht jedes Herrschaftsprojekt, das von irgendwelchen Eliten außerhalb der westlichen Welt vollzogen wird, ist eine Form von postkolonialer Emanzipation, egal in welcher Sprache es spricht. Und natürlich ist die Sprache, die gewählt wird, wenn es darum geht, Herrschaft durchzusetzen, in der Regel die, dass man sagt, das eigene Herrschaftsprojekt ist Emanzipation, und über die Anrufung der Menschen behält man dann die Kontrolle darüber, was der Inhalt der Emanzipation ist. Ich selber stamme eigentlich ursprünglich aus dem Bereich der Türkei-Forschung. Da weiß ich ähnliche, aber nicht gleiche Sachen wie Ali zu berichten. Und zwar ähnlich, gehe ich gleich darauf ein, nicht gleich, einfach weil es zwei unterschiedliche Staaten sind und weil auch politischer Islam in der Türkei anders funktionierte. Um es mal ein bisschen anekdotenhaft zu erzählen. Wenn ich vor 10 Jahren hier auf der Bühne gesessen hätte oder damals dann in diversen verschiedenen Formaten saß und ich hielt Vorträge darüber, was für eine autoritäre Transformation in der Türkei stattfindet, dann wurde ich andauernd mit irgendwelchen Einwänden von westlichen Linken konfrontiert, ob ich denn nicht die große Emanzipation in der Türkei unter der AKP übersehen hätte. Das Land wird jetzt von einer demokratisch gewählten muslimischen Partei regiert, dass die Unterdrückung muslimischer Identitäten beendet hat, dass sozusagen jetzt den autoritären Säkularismus einfach ein bisschen zurückgedrängt hat. Und wenn ich sozusagen nicht in der Lage bin, diesen Emanzipationsprozess als solchen wahrzunehmen und anzuerkennen, hat das vielleicht was damit zu tun, dass ich als Westler islamophob bin und deshalb die Emanzipation unter der AKP nicht sehen kann. Das alles war auch damals schon Unsinn. Wir haben schon seit den 2000er Jahren in der Türkei eine Entwicklung gehabt, wo wir eine äußerst repressive Religionspolitik hatten, zum Beispiel gegenüber nicht-sunnitischen Minderheiten, wo wir gehabt haben, dass religiöser Konservatismus als sozial-ideologischer Kitt diente,
um die Integration des Landes in westliche Kapitalkreisläufe und die Vertiefung des Neoliberalismus in der Türkei zu gewährleisten. Was wir gehabt haben, und da will ich dann nicht nur klassischen marxistischen Antiimperialismus kritisieren, sondern da kann man dann halt auch alle möglichen neueren Strömungen und selbstverständlich auch sogenannte Postcolonial Studies included kritisieren, war eine extrem kulturalistische Wahrnehmung, die daherkam, dass sozusagen diese Kräfte jetzt sozusagen die alten unterdrückten Identitäten wieder sichtbar machen, was so impliziert, dass sozusagen so etwas wie Säkularität etwas sei, was sozusagen für eigentlich muslimische Länder etwas total Fremdes sei, was sozusagen natürlich auch die Bedürfnisse von Menschen, die sich in Religion nicht wiederfinden, unsichtbar machen. Und ich bin konfrontiert gewesen, auch mit Diskursen, die eigentlich völlig an der Realität vorbeigingen, weil sozusagen aus dieser Rechtfertigungserzählung, die 1:1 wiedergegeben wurde, wurde dann auch noch geschlossen, das würde sich um eine demokratische Emanzipation vom Westen handeln, während eigentlich der ökonomische Gehalt des Projektes was ganz anderes war, nämlich eine kulturell-identitäre Erzählung, die eigentlich ermöglicht hat, eine vertiefte kapitalistische Transformation und Einbau in einen westlichen Kapitalismus. Was ich dann erlebte, das war ein halbes Jahr später, es war die Gezi-Revolte. Mit einem Mal brach der Diskurs zusammen, mit einem Mal merkte eine westliche Linke, dass das alles sozusagen eigentlich Unsinn war, was sie die letzten 5 Jahre erzählt hatte. Es entstand der Mythos von der autoritären Wende der AKP. Diese autoritäre Wende hat es nicht gegeben. Was es gegeben hat, war eine schematische Wahrnehmung im Westen. Und das ist eigentlich das Problem. Wenn ich so auf diese Art Gesellschaftstheorie betreibe, dann sehe ich letztlich keine Gesellschaft und dann bin ich letztlich eben auch politikunfähig. Was wir zur Kenntnis nehmen müssen, das ist heute eine multipolare Weltordnung, in der verschiedene Herrschaftsprojekte miteinander konkurrieren. Also multipolare Weltordnung setze ich in Klammern, weil ich würde auch das unterstreichen, was Ali schon sagt, das ist eine Transition, aber es gibt da natürlich immer noch ganz klar ein Machtgefälle und da ist auch immer noch der Westen überlegen und da würde ich eben dann auch jetzt sozusagen da den Sprung zu Russland machen. Die Überlegenheit des Westens sehen wir ja auch darin, wie sozusagen die russische Ukraine-Invasion eigentlich ihre Ziele nicht erreicht hat. Sie konnten sich nicht denken, dass die Ukraine standhalten würde, die ursprüngliche Invasion, und dass es daraufhin massive westliche Militärhilfen geben würde. Und hier ist dann natürlich auch wieder klar, was wir da haben, ist, Russland macht eigentlich so einen national-chauvinistischen Revisionskrieg. Ob der imperialistisch ist, das ist die Frage, weil also der Kapitalismus in Russland ist eigentlich relativ stagnativ, deshalb würde ich politökonomisch sagen, nein, das ist nicht imperialistisch, aber das ist rechte Gewaltpolitik. Was wir zugleich aber auch natürlich sehen, und das haben wir auch schon durch das Assoziierungsabkommen mit der Ukraine, mit der EU gesehen, das ist natürlich das klassisch imperialistische Motiv, ein Land politökonomisch auch in Abhängigkeitsstrukturen einzubinden. Auch mit der Folge, dass sozusagen, das war ja 2014 der Fall, im Falle des Assoziierungsabkommens und dessen Umsetzung wären wichtige ökonomische Strukturen im Osten der Ukraine fest in den Westen eingebunden.
worden und dagegen hat Russland im Grunde genommen schon damals einen Revisionskrieg geführt. Sozusagen Anti-Imperialismus, aber von rechts und in regressiver Form. Dankeschön. Bezüglich das Letzte. Natürlich, wie du weißt, gibt es ja auch viele Leute, die dann quasi auch Russlands Politik als imperialistisch dann auch darstellen würden. Aber darauf, ich glaube, dieses Argument ist auch weithin bekannt. Aber ich würde gerne darauf eingehen, was du ganz am Anfang gesagt hast über das Postkoloniale, dass es immer als Emanzipation und so weiter wahrgenommen wurde. Und diese autoritären Regime außerhalb des Westens, die wissen das natürlich auch. Die wissen, dass es halt diese Hegemonie gibt, des Diskurses, auch in vielen politischen Sphären des Westens, also nicht nur die Linke, das geht ja so auch weit hinein in andere politische Formationen, auch Parteien, die SPD, auch die Teile der Grünen, sind ja nicht davor gewappnet, eine gewisse Sympathie zu entwickeln gegenüber Regimen, die als anti-amerikanisch gelten. Und was in meinen Augen auch ein Grund dafür ist, weswegen wir auch in der Russland, auch im Übrigen in der Iran-Frage in den letzten Jahren, eine Verklärung gehabt haben der dortigen Regime. Und wir uns rationalisiert haben, dass eine Politik des Wandels durch Handel und Annäherung klappen würde. Wieso denkt man, dass so eine Politik klappen würde? Weil man davon ausgeht, dass diese Diktaturen die Profite, die aus dem Handel mit dem Westen entstehen, zu Diensten der Bevölkerung dann einsetzen und nicht zu Diensten der eigenen Herrschaftssicherung. Und das ist natürlich eine eklatante Fehlkalkulation. Weil diese autoritären Regime sind ja nicht blöde, sondern es macht ja keinen Sinn, die eigene Macht auszuhöhlen, sondern eher das Gegenteil zu machen. Und man kann das ablesen an beiden Fällen, dass natürlich letzteres der Fall war. Und deswegen sehe ich auch die ganze Postcolonial Studies Geschichte, obwohl sie natürlich historisch eingebettet ein raison d'être gehabt hat, was eine große Legitimität gehabt hat. Und ich selbst bin mit postkolonialer Theorie aufgewachsen. Aber wir sehen, dass wir in der Geschichte auch von postkolonialen Denkern jene haben, die sich auch vielleicht von Dogmatismus trennen und jene wahrscheinlich die Mehrheit haben, die sich da nicht davon trennen. Ein Beispiel ist Malcolm X. Malcolm X hat nach seiner Reise nach Mekka seinen Diskurs von alle Weißen, also alle, also von den Blue-Eyed Devils, ad acta gelegt, hat verstanden, es gibt Möglichkeiten der Allianzen über die schwarze Menschen hinaus und hat, als er dann zurück war, also nicht nur nach seiner Mekka-Reise war halt so ein Turning Point, aber dann in den USA angefangen, genau solch eine Koalition außerhalb der Nation of Islam zu gründen, weswegen er dann auch ins Fadenkreuz kam, nicht nur für die Nation of Islam, sondern auch für die Herrscherelite in den USA. Und das in den Postcolonial Studies, und das sehe ich auch leider an den Universitäten, gibt es noch eine hohe Dosis von Dogmatik. Ich selbst bin jemand, der auch in meinem Studienzeit auch von tolle marxistische und linke Professoren hatte. Hans-Jürgen Krismanski in Münster, der leider verstorben ist, der ein unglaublich großer Amerika-Kenner war, aber kein Dogmatiker war. Er konnte sehr viel besser Englisch als die gesamte Linke zusammen. Und er kannte die USA wie kein Zweiter. Er hatte keinen Amerika-Hass. Und mein Doktorvater an der SOAS war Gilbert Rachgar, auch ein bekannter marxistischer Sozialwissenschaftler, der aber auch sehr stark in die Kritik gekommen ist durch die Mehrheit der Linken, weil er auch kein Dogmatiker ist. Weil er bei all den Kriegen, die wir auch haben, immer Case zu Case schaut und nicht eine dogmatische Schablone über jeden Krieg und jeden Konflikt macht und sagt, so und so ist es, bevor man sich mal die Details anschaut. Also das ist auch eine Denkfaulheit, das ist eine Recherchefaulheit, das ist eine Analysefaulheit.
die damit einhergeht. Und ich habe schon vor vielen Jahren, als diese Konfliktlinien, die ich vorhin skizziert habe, also im Zuge der Grünen Bewegung zunächst einmal und dann die Revolution in Syrien, und ich ja auch der Iranmann der deutschen Friedensbewegung damals war, ich aber aufgrund einer anderen Positionierung in diesen Fällen dann ausgeladen würde plötzlich von Leuten, mit denen ich jahrelang zusammengearbeitet hatte, gemerkt, oh, da ist aber keine große Toleranz für Debatten da. Und wenn man so etwas merkt, merkt man, dass es auch natürlich für die Zukunft der politischen Linken jetzt auch kein nicht erfolgsversprechend ist, wenn man so den Diskurs verengt. Und diese Sympathie, um noch zurückzukommen auf den anderen Punkt, für anti-amerikanische Regime in der Welt, hat natürlich zur Folge, dass man dann schweigt zu eklatanten Menschenrechtsverletzungen, zu eklatantem Unrecht, zu sozialer Ungerechtigkeit gegenüber Oligarchien, die sich als antiimperialistisch präsentieren. Und das all das sind natürlich Vorteile, die diese autoritären Regime über Jahrzehnte lang genutzt haben, um ihre Politik weiterzumachen, mit Hilfe einer teils einer Public Opinion im Westen, der sie da geschützt hat. Also gibt es auch eine Tendenz zum Kulturrelativismus, und es gibt definitiv, und das ist, glaube ich, ganz wichtig zu betonen, die Notwendigkeit, Menschenrechte ins Zentrum zu stellen. Menschenrechte ist keine Erfindung von neoliberalen Kräften. Das ist auch keine Erfindung von der Grünen Partei. Das ist auch keine Erfindung des Westens. Frauenrechte ist auch kein westlicher Wert. Das sind universelle Werte, die so viele Völker auf dieser Erde verfolgen. Angefangen, also ich meine, es gab beim arabischen Frühling, glaube ich, ein großes Awakening-Moment im Westen, wo man gesehen hat, oh, die wollen ja irgendwie dasselbe. Und so eine, um das jetzt nicht nur auf die Linken zu beziehen, sondern es gibt natürlich so eine Spiegelung dieses Weltbildes und dieser Weltanschauung natürlich auch in konservativen Kreisen, ja. Deswegen sieht man ja auch oftmals, schauen Sie sich die Syrien-Debatte im Deutschen Bundestag an. Die reden von linken Politikern und der AfD. In manchen Fällen gibt es keinen Unterschied. Und die Linke bekommt bei solchen Äußerungen dann Applaus von der AfD. Und für mich als nicht weißer Deutscher kann ich das in einer zusätzlichen Dimension auch nicht nachvollziehen, weswegen es gewisse Sympathien beispielsweise gibt gegenüber Russland, wenn ich weiß, dass der Kreml faschistische Parteien in Europa unterstützt hat. Von der Front National angefangen bis hin zu anderen Formationen in anderen Ländern. Das ist ja für mich keine intellektuelle Frage nur, sondern das ist eine existenzielle Frage. Also haben wir auch einen Aspekt eines weißen Blickes auch, wofür ich das jetzt nicht, also jetzt nur auf diesen Punkt jetzt beziehen würde. Ich glaube, ich habe schon vieles gesagt und ich freue mich auf die Diskussion.